Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Interviewrunde. Unser Thema ist die Immobilienverrentung. Neben mir Ralf Schwarzhoff, in den Immobilienprofikreisen sicherlich schon bekannt als Verrentungsexperte und Geschäftsführer der Leibrentenbörse. Gegenüber Rechtsanwalt Volker Paas, Fachanwalt für Immobilienrecht in Leverkusen. Genau. Leichte Einstiegsfrage. Immobilienverrentung, was bedeutet das? Immobilienverrentung ist ein ziemlich dehnbarer Begriff, weitläufiger Begriff. Im Allgemeinen wird damit ein Immobilienverkauf, heißt ein Wohnungsverkauf oder ein Hausverkauf auf Rentenbasis, ist damit gemeint. Das heißt, es ist ein ganz normaler Immobilienverkauf. Es gibt einen Käufer, es gibt einen Verkäufer. Allerdings sind die Zahlungsmodalitäten etwas anders, denn der Kaufpreis wird nicht in einer Summe gezahlt, sondern in Form einer ratierlichen Auszahlung. Das meistens in Form einer Leibrente, es kann auch eine Zeitrente sein. Dazu können Sondervereinbarungen getroffen werden, wie zum Beispiel ein lebenslanges Wohnrecht, was vereinbart werden kann. Oder wenn ein Darlehen abgelöst werden soll, dann auch noch eine Einmalzahlung. Das im Groben ist eigentlich ein Immobilienverkauf auf Rentenbasis, also eine Immobilienverrentung, was momentan, ja, ich sage es mal so, relativ gang und gäbe ist, der Begriff. Aber wozu? Es gibt Banken, es gibt Käufer, man würde ja wahrscheinlich ohne Verrentung einen ganz anderen, viel größeren Markt erreichen. Wo ist der Vorteil für denjenigen, der verkauft? Ja, es kommt ja darauf an. Der erste Vorteil ist einfach, man kann in der Immobilie wohnen bleiben. Also ein Großteil der Immobilienverrentungen basiert auf dem Gedanken, ich möchte lebenslang in meiner Immobilie haben, aber das gebundene Kapital, was in der Immobilie ist, in irgendeiner Form nutzen. Das kann man tun, indem man die Immobilie verrentet. Das heißt, man lässt sich ein lebenslanges Wohnrecht eintragen. Dieses lebenslange Wohnrecht wird in irgendeiner Form als Kapital dargestellt. Und das, was übrig bleibt, wird in Form einer lebenslangen Rente an die Eigentümer, dann an die Berechtigten ausgezahlt. Jetzt könnte man natürlich hingehen und die Immobilie verkaufen und zurückmieten. Da fährt man aber meistens schlechter als mit der Immobilienverrentung. Vor allen Dingen hat das den Hintergrund, man weiß ja nicht, wie lange man lebt. Wie lange muss man mit diesem Geld auskommen? Nächster Punkt ist, wo legt man das Geld heute an? Wenn man das Ganze mal vergleicht, zum Beispiel bei einer Bank, muss man mittlerweile ab einer gewissen Summe teilweise Strafzinsen sogar zahlen oder man bekommt relativ wenig. Eine weitere Alternative wären sogenannte Sofortrenten von Versicherungen. Die zahlen aber so wenig, dass eine Immobilienverrentung immer der bessere, finanziell bessere Weg ist. Okay. Also es lohnt sich finanziell. Es hat so ein bisschen auch den Anschein, die Leute wollen die Immobilie weiter besitzen, aber das Geld da rausziehen. Aber gut, wo sind die Vorteile für den Erwerber? Ja, für den Erwerber, rein theoretisch genommen, bekommt er die Immobilie zu einem halben Preis. Also wenn man zum Beispiel mal annimmt, die Immobilie ist 400.000 Euro wert, das Wohnrecht wird jetzt mit 200.000 angesetzt, dann muss er für diese Immobilie nur 200.000 Euro zahlen in Form einer Rente. Das heißt, er muss nur einen gewissen Anteil als Eigenkapital selbst einbringen, ist allerdings dann dafür verantwortlich, lebenslang sich um die Instandhaltung, um den Werterhalt der Immobilie zu kümmern. Die gehört ihm ja auch. Die gehört ihm auch, ganz genau. Er kann sie nicht nutzen. Eigentlich ist das nichts anderes als eine Kapitalanlage. Bei einer normalen Kapitalanlage, die ein Investor tätigt, bekommt er eine monatliche Miete. Hier ist die monatliche Miete schon im Gesamten vollständig vom Wert der Immobilie abgezogen. Im Voraus, ja. Im Voraus. Das heißt, Mietausfälle kommen für einen Investor hier nicht in Frage. Gut, der eine muss das Geld haben, der muss es auch langfristig haben, der andere baut darauf, dass er bis an sein Lebensende möglicherweise versorgt wird aus dieser Immobilie. Wo sind die Sicherheiten? Ja, Sicherheiten, ein ganz großes Thema. Daran scheitern eigentlich die meisten, ja, ich sage es mal so, Anfragen von Interessenten, die sich dafür interessieren, ihre Immobilie auf Rentenbasis zu verkaufen, weil dort sehr viel Angst herrscht und auch sehr viel Unsicherheit im Markt. Und das ist auch richtig, weil der oberste Gedanke ist einfach der, was passiert mit meiner Immobilie, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Wir haben zum einen einmal die Leibrente, die abgesichert werden kann durch eine Reallast. Das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Und das Wohnrecht, korrekterweise Wohnungsrecht, sollte eben auch im Grundbuch eingetragen werden. Und gerade bei der Reallast hat man gewisse Dinge, die man bedenken sollte. Vielleicht kann uns der Herr Paas mal ein bisschen was zu sagen.
Genau. Ich kann vielleicht etwas dazu sagen, wie der Begriff zu erläutern, zu definieren ist, weil durch die Eintragung der Reallast im Grundbuch wird ein Grundstück so belastet, so gesichert, dass dies für wiederkehrende Leistungen des Berechtigten haftet. Das heißt, Grundvoraussetzung für die Eintragung der Reallast sind wiederkehrende Leistungen. Nur bei wiederkehrenden Leistungen, also mindestens zwei, kann die Eintragung einer Reallast im Grundbuch erfolgen. Eine Leibrente oder eine Zeitrente, wie gerade erläutert, ist eine solche wiederkehrende Leistung. Gesetzlich geregelt ist die Reallast im gesetzlichen BGB und eine Reallastung wird in Abteilung 2 des Grundbuches eingetragen. Wichtig ist, glaube ich, da an dieser Stelle vor allen Dingen auch die Rangfolge zu erwähnen. Es ist richtig, dass man die möglichst vorne eintragen sollte, möglichst erstrangig. Warum? Nur wer oben steht, hat den ersten Zugriff. Das heißt, er ist am besten gesichert und kann damit alle anderen Ansprüche, die nachrangig sind, dadurch abwehren. Genau. Also im Prinzip haftet dann die Immobilie für die Verpflichtungen des neuen Erwerbers. Genau das ist Sinn und Zweck der Übung. Ganz so soll es ja auch sein. Und mit dieser Reallast sind die Rentenzahlungen, also die zukünftigen Leibrentenzahlungen quasi gesichert. Aber der Erwerber haftet ja wahrscheinlich auch persönlich. Oder? Der haftet auch persönlich, nur wir müssen ja immer damit rechnen, dass der Erwerber entweder eine Firma, Genossenschaft, Aktiengesellschaft, Privatperson ist. Das ist, niemand ist davon gefreit, dass in naher oder ferner Zukunft einmal in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Sie haben das Beispiel Air Berlin gebracht, Sie haben recht, auch das war mal ein Milliardenunternehmen. Trotzdem kann es sein, wir reden ja über Zeiträume, die hier nicht kurzfristig sind, sondern über Jahrzehnte, dass in diesem Zeitraum irgendwelche Schwierigkeiten auf den Käufer zukommen. Und da ist es einfach wichtig, dass die Leibrentenzahlungen besichert sind. Auf jeden Fall, denn für die Leute, die verkauft haben, gibt es ja die zweite Chance nicht mehr. Ganz genau. Gut, wir haben jetzt also die Haftung von Privatpersonen, die eine Immobilie im Leibrenten- oder Zeitrentenmodell kaufen, besprochen. Wie sieht es aus, wenn es Unternehmen sind? Ja. Kapitalgesellschaften, sonstige Körperschaften, Stiftungen. Genossenschaften, ja. Ja, die eine Immobilie in dem, ja, mit Perverrentung übernehmen, erwerben. Grundsätzlich kann jeder haften, jede natürliche Person, aber auch jede juristische Person. Das heißt, rein haftungsrechtlich ist es egal, wer letztendlich auf der anderen Seite steht. Bei einer juristischen Person, also einer Firma, würde ich empfehlen, dass diese Firma zumindest durch eine persönliche Haftung, beispielsweise des Geschäftsführers, noch ergänzt wird, damit man ein weiteres Haftungssubjekt sozusagen hat, weil der Wert der Firma ist auch nur entsprechend dem Umsatz. Das heißt, wenn diese Firma mal in Schwierigkeiten geraten sollte, dann wird auch die Haftung entsprechend schwächer werden. Es empfiehlt sich also, ein weiteres Haftungssubjekt, beispielsweise eine natürliche Person, hinzuzunehmen. Also die Reallast habe ich ja auf jeden Fall, genau. Auch wenn es ein Unternehmen ist. Gut, das Unternehmen kann verschwinden, liquidiert werden, dann ist die Sicherheit weg. Ob sich da ein Geschäftsführer findet, der das schultern will, wage ich zu bezweifeln. Genau, also Sie haben das ja richtig erwähnt. Sie haben die Reallast, das heißt, die Immobilie an sich haftet auch. Da haben wir schon mal ein Haftungsobjekt. Wir wollen aber auch vielleicht ergänzend, also zusätzlich, ein Haftungssubjekt haben. Das heißt, jemand, eine Firma oder ein Mensch, der zusätzlich noch haftet. Und das kann dann vereinbart werden, das kann der Geschäftsführer sein, aber man hat auf jeden Fall immer, wenn die Leibrente vereinbart wird und das auch grundbuchrechtlich abgesichert wird, die Reallast. Nehmen wir einfach mal den Worst Case. Ein Unternehmen, eine Kapitalgesellschaft hat diverse Objekte durch Verrentungsmodelle erworben, kommt aus irgendwelchen Gründen in schwieriges Fahrwasser, bekommt Probleme und muss liquidiert werden. Was hat das für Folgen für diejenigen, die ihre Objekte da verkauft haben? Ja, das Kapitalvermögen der Gesellschaft, die in Schwierigkeiten geraten ist, wird aufgeteilt unter den entsprechenden Ansprüchen der Gläubiger. Um es klar zu sagen, wenn es tatsächlich, also grundsätzlich sollte eine Zwangsversteigerung möglichst vermieden werden, weil in einer Zwangsversteigerung wird zum Beispiel ein Wohnrecht immer gelöscht. Auch die Reallast wird gelöscht. Allerdings, wenn die Reallast und das Wohnrecht erstrangig eingetragen sind, werden die zuerst bedient. So, wenn aber jetzt zum Beispiel 100, 150, 200 Gläubiger da sind, also Leute, die auf Rentenbasis bei dieser Firma gekauft haben, dann müssen sie sich natürlich die Ansprüche teilen, die da sind. So, und da kann es durchaus sein, dass für die Leute nicht genügend übrig bleibt. Mhm.
Okay, aber auf jeden Fall, das Wohnrecht, davon muss man sich verabschieden. Vom Wohnrecht muss man sich verabschieden. Das kann mir bei einer natürlichen Person nicht passieren. Doch, bei einer natürlichen Person, ja. Bei einer natürlichen Person kann es genauso passieren, wenn es zur Zwangsversteigerung geht. Okay. Wenn es in eine Zwangsversteigerung geht, der neue Erwerber hat immer das Recht, ein lastenfreies Objekt in der Zwangsversteigerung zu erwerben. Nur er wird es natürlich nicht machen, wenn sich das für ihn nicht lohnt. Beispiel jetzt einfach mal, wir hatten dieses Beispiel schon kurz vorher durchgesprochen, wenn am heutigen Tage eine Immobilie 400.000 Euro wert ist, das Wohnrecht wird mit 200.000 Euro angegeben, die Reallast auch mit 200.000 Euro angeben, dann wird kaum eine Bank auf diese Immobilie noch einen Kredit geben. Sollte das doch passieren und es kommt zur Zwangsversteigerung, lohnt es sich für die Bank nicht, die Zwangsversteigerung voranzutreiben, weil durch den Immobilienerlös, der bei einer Zwangsversteigerung rauskommt, bleiben wir auch nur mal bei maximal 400.000 Euro, bleibt nichts mehr übrig, was die Bank bekommen könnte. Deshalb ist das Grundbuch, wenn ein Reallast eingetragen ist und ein Wohnrecht eingetragen ist, eigentlich dicht, was sich aber im Laufe der Jahre vielleicht ein bisschen ändert, weil natürlich, je älter die Leute werden, desto geringeren Wert hat die Reallast und das Wohnrecht. Okay. Also es ist eine zunehmende Gefahr im Alter. Ja, interessanter Aspekt. Ja, wenn heute ein Wohnrecht 200.000 wert ist, dann ist das in 10 Jahren keiner 200.000 mehr wert. Das Wohnrecht wird im Falle der Insolvenz nach dem Bewertungsgesetz bewertet und entsprechend kapitalisiert. Das heißt, die Leute müssen keine Angst haben, dass sie dafür nichts bekommen. Sie bekommen das Wohnrecht kapitalisiert ausgezahlt im Fall der Zwangsversteigerung, aber sie müssen raus. Das ist, glaube ich, das große Problem. Wenn es da keine Lösung gibt. Wenn es da keine Lösung gibt. Zunächst mal müssten Sie raus, ja. Wir haben eine Lösung, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ich empfehle da immer eine Rückfahrklausel. Okay, kommen wir dann später nochmal dazu. Ja. Gehen wir mal wieder auf die angenehmen Seiten ein. Hat zum Beispiel der Erwerber die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen auf die Objekte? Ist da Spielraum oder ist da juristischer Spielraum? Grundsätzlich, derjenige, der im Grundbuch steht, kann das Grundstück belasten, kann also zur Sicherheit dann beispielsweise ein Grundpfandrecht anbieten, kann die Immobilie beleihen, aber, und da kommen wir wieder zum eben Gesagten zurück, man musste als derjenige, der verkauft, als erster Stelle im Grundbuch stehen. Das heißt, alles, was danach kommt an Sicherungsrechten, ist nachrangig, dass sie auch nachrangig, wir hatten gerade das Thema Insolvenz gehabt, nachrangig bedient werden können. Aber grundsätzlich kann es belastet werden, ja. Wird aber kaum jemand gerne machen, nachrangig. Das ist ein anderes Thema. Okay. Weiterverkauf, vielleicht will man sich dann wieder von dem Objekt trennen? Theoretisch auch möglich. Dann muss allerdings, es gibt ja den wunderbaren Spruch, Kauf bricht Miete nicht, der neue Erwerber die Immobilien nur mit den Vertragsvereinbarungen übernehmen. Also Wohnrecht bleibt in jedem Fall? Wohnrecht bleibt auf jeden Fall bestehen. Deswegen empfehlen wir auch, alles, was geregelt werden soll, im Grundbuch auch zu verankern. Denn der Erwerber übernimmt im Zweifel so, wie es im Grundbuch steht. Das heißt, individualvertragliche Vereinbarungen, wenn die beispielsweise einen Mietvertrag untereinander geschlossen haben, dann könnte man sagen, wird das auf den neuen Erwerber übertragen? Fragezeichen. Aber was im Grundbuch steht, wird auf jeden Fall mit übertragen, ob der Erwerber es möchte oder nicht. Okay. Das war vielleicht an dieser Stelle, darf ich vielleicht mal noch ein kurzes Beispiel aus der Praxis sagen. Ich hatte vor kurzem eine Anfrage für ein Mehrfamilienhaus. Dieses Mehrfamilienhaus, da hat die Eigentümerin die Verrentung abgelehnt, weil ihr gesagt worden ist, dass, das war auch ein Mehrfamilienhaus, dass wenn der Erwerber des Mehrfamilienhauses geht hin, wird die Leute aus diesem Mehrfamilienhaus alle rausschmeißen, wird also Landen in dieses Haus reinsetzen, wird das Haus runterkommen, runterwirtschaften lassen und die Leibrente nicht mehr zahlen und dann bekommen sie eventuell, falls eine Rückfahrklausel vereinbart ist oder selbst wenn eine Rückfahrklausel vereinbart ist, eine heruntergewirtschaftete, kaputte Immobilie zurück und haben nur Kosten und keinen Nutzen. Ich weiß nicht, was du für einen solchen Szenario sagst. Das sind immer Schreckensszenarien, die bei den Leuten natürlich Eindruck hervorrufen, weil sie das nicht überprüfen können und weil dieser Schrecken so groß ist, dass sie vom Kauf im Zweifel Abstand nehmen. Aber es entbehrt natürlich jeder sachlichen Grundlage. Man muss es wirklich so sagen, denn wenn das, was wir gerade besprochen haben, im Grundbuch verankert ist, dann ist das ausreichende Sicherheit für denjenigen, der verkauft, und dieses Szenario kann unter diesen Voraussetzungen nicht eintreten.
Vor allen Dingen, er kann ja, die Mietverträge können ja, wenn ich da recht informiert bin, gar nicht so ohne weiteres gekündigt werden, weil der neue Käufer muss die übernehmen. Das ohnehin, das Stichwort ist oder der Stichsatz ist gerade gefallen, Kaufbericht nicht Miete. Der Erwerber kann nicht sagen, mit meinem Erwerb drehe ich die Uhr wie auf Null und alle Mietverträge interessieren mich nicht. Nein, er übernimmt diese Rechtsverhältnisse so, wie er sie vorgefunden hat. Und muss sie auch weiter bedienen auf Vermieterseite. Kann also beispielsweise nicht ohne Kündigungsgrund, und den müssen die Mieter liefern, kündigen. Gut. In dem Fall war es mit Sicherheit ein Mehrfamilienhaus. Es war ein Mehrfamilienhaus, korrekt. Ob die Leute noch selber drin wohnen, weiß ich nicht. Nein, tun sie nicht. Das war eine reine Kapitalanlage. Ja, gut. Deshalb machen wir das ja auch heute hier, was wir machen. Es bestehen einfach viele Ängste, es bestehen aber auch viele falsche Vorstellungen, was die Sicherheit betrifft. Man kann einen solchen Vertrag wirklich so sicher gestalten, dass die Leute wirklich gut schlafen können und dass man da wirklich von Mündelsicherheit sprechen kann. Ja.